So, und damit sind wir auch wieder hier. Thomas Morgenstern macht jetzt den Anfang des zweiten Durchgangs, der durch seinen Sturz weitergekommen ist. Wenn er nicht gestürzt wäre, hätte er ihn wahrscheinlich gar nicht erreicht. Also jetzt muss er hier, wenn er Punkte machen will, einen gewaltigen Flug hinlegen. Thomas Morgenstern. Naja, der Flug war gut. Aber 7 Punkte hat gleich der nächste Gregor Schlierenzauer jetzt Vorsprung gehabt. Das muss er eigentlich schaffen. Ah, wir haben wieder die Linien vergessen anzuschalten. Mensch, Mensch, Mensch. Also ich vermute mal 132 und er sollte die Führung haben. Das muss reichen. Das muss reichen, ja. Das muss reichen. Das 3 Punkte da immer noch da verloren, aber das war noch genug, um hier jetzt die Führung gegenüber Gregor Schlierenzauer zu übernehmen. Wolfgang Leutzel. Übernimmt er sie gleich wieder von Gregor Schlierenzauer? Ja, das macht er. Erster Platz gleich, nicht der weiteste Flug, aber 135,5 Meter. Mann, muss ich mal kurz richtig hinsetzen. So. Und jetzt Dimitri Vasiljev, der letzte, der jetzt quasi durch seinen inoffiziellen weiten Flug weitergekommen ist. So, Dimitri Vasiljev jetzt. So. Guter Absprung. Der geht. 1,5 Punkte hat er Vorsprung gehabt. Da verliert er was, weil er eben nicht ganz die gute Haltung hatte wie Wolfgang Leutzel. Alexei Romaschow. Und der hat jetzt gleich gewaltigen Vorsprung vor Wolfgang Leutzel gehabt. Mehr als 18 Punkte. Und das natürlich, das ist die Führung. Und auch gleich, na, 300 Punkte könnten wir vielleicht heute sehen. Vielleicht, wenn die Bedingungen mitmachen bei den Besten, die an die 150 oder knapp über die sogar gingen. Anders Badal. Gute Haltung hat er da wahrscheinlich gekriegt, aber es reicht nicht. 2,4 Punkte ist er dann hinten dran. Also 2,5 Meter ungefähr. Andrea Morassi. Weit im Gesamtweltcup vorne. Jetzt muss er hier, wenn er hier noch mitmachen will, einen gewaltigen Flug. Und für die Bedingungen war das sogar fast das Optimum, was man hier von der Weite herausholen konnte. Vielleicht von den Punkten her hätte man noch ein bisschen mehr. Von den Haltungspunkten hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Roman Kudelka. Na, vielleicht kriegt er sogar die Führung. Nicht ganz. Hat er gute Haltung meines Erachtens nachgekriegt. Dennis Kornilov. Auch jetzt fällt er weit zurück. Wenn er hier keinen guten Flug hinlegt im Gesamtweltcup. Das machte allerdings, das sollte reichen. Das sollte reichen und das reicht auch. Nuriaki Kasajets. Auch der wird weit zurückfallen, wenn er keinen guten Flug hinlegt. Jetzt im zweiten Durchgang. Hier und jetzt. Oh, das ist sogar Heimspringen für ihn. Ja, aber irgendwie weiß er die Bedingungen. Der Flug an sich war gut, aber anscheinend haben die Bedingungen nicht mitgespielt. Jakavala. Was macht er jetzt? Greift hier auch nach seinen. Nein, nee, Weltcup-Punkte hat er schon, aber nach seinen ersten, vielleicht etwas größeren Weltcup-Punkte, die er hier kriegt, ja, kann er damit rechnen. Machikot. Knapp 135 im ersten Durchgang. Was macht er jetzt? Ah, das wird jetzt knapp. Legt er eine frühe Landung hin, um Haltung gut zu machen, aber nein. 0,3 Punkte fehlen ihm noch zur Führung. Manuel Fettner, was macht er jetzt? 1 Zentimeter und er hätte 0,9 Punkte mehr gekriegt. Das ist ganz bitter für ihn. Aber um diese 0,9 Punkte wird jetzt hier nicht, glaube ich, drauf ankommen. Nein. Und Anders Jakobsen. Habe ich sogar ziemlich gut geschätzt. Ich habe gesagt, glaube ich, Top 20 oder war das der? Bei dem ich das gesagt habe, ich bin nicht ganz sicher. Anders Jakobsen. Aggressiv nach dem Absprung. Ja. Führung. 0,2 Punkte. Ansi Koivuranta. Nein, der Flug ist nicht gut. Geht 230 Meter, aber der Flug war nicht gut. Obwohl die Haltung sehr gut war, aber dadurch kann er keinen punktweiten Verlust ausgleichen. Karel Nurmsalu. Ein bisschen. Das sollte aber eigentlich sogar reichen. Ja. Karel Nurmsalu übernimmt hier die Führung vor Anders Jakobsen. Piotr Jua.
Mensch, 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 was ist hier los? Oh, 3x20. So, Simon Ammann. Ich weiß nicht, ob Gregor Deschwanden immer noch direkt nach ihm kommt. Oder ob da sich jemand dazwischen gequetscht hat. Ich vermute mal, dass da jemand dazwischen gequetscht hat. Die Führung wird es aber nicht sein. Jetzt kommt, na, da haben sich aber viele dazwischen gequetscht. Hä? Achso, nee. Nur einer. Nur einer. Nur einer, okay. Habe ich wieder was verwechselt. Jakob Janda, was macht er? Jetzt kann er hier extrem viele Punkte auf Thomas Morgenstern gut machen. Kann er das ausnutzen? Führung wird es nicht sein, nein. Fünfter Platz nur. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, jetzt. Gregor Deschwanden hat gute Bedingungen. Na, es werden sie ein bisschen schwächer, aber trotzdem sind diese Bedingungen noch gut. Kann er sie ausnutzen? Bleibt hier erstmal vorn. Na, nee. Wirklich ausgenutzt hat er sie nicht. Schade, schade. Villarinto. Was macht er jetzt? Villarinto. Oh, gewaltig. Boah, das war jetzt ein Brocken. David Kubacki. Was macht er jetzt hier? Der wird nicht gut. 130 kriegt jetzt aber der Flug war einfach nicht gut. So, jetzt sehen wir noch Jan Matura, Robert Krein. Jetzt nochmal sehen wir hier ein bisschen. Ja, alles komplett durchgemischt von den Nationen her. Keine Nation dominiert hier total. Anders Andreas Wank. Das könnte die Führung sein. Das ist sie auch. 3x20 wieder. Einmal 19, einmal 19,5. Oh, Andreas Wank, das war ein guter Flug von ihm jetzt hier. Ilya Rosjakov. Was macht er jetzt hier? Ilya Rosjakov. Nee, Führung wird es ja nicht sein. Führung wird es nicht sein. Platz 3 ist es, aber die Führung nicht. Oh, der könnte jetzt hier extreme Punkte sich holen. Was hat er kommt hier vor? Zumindest von seiner Platzierung gesehen. Kann er hier gute Punkte holen? Das wäre jetzt. Ja, gut, zweiter Platz. Damit soll er eigentlich sogar zufrieden sein. Von seiner derzeitigen Gesamtplatzierung aus gesehen. Daiki Ito. Was macht er hier? Daiki Ito hat hier Heimspiel. Aber wirklich viel. Kommt noch in Japan? Nein, das war letzte. Jetzt kommt Tom Hilde. Auch der kann jetzt ziemlich viele Punkte auf Thomas Morgenstern gut machen. Was macht er? Tom Hilde. Nein, nein. Was macht er denn hier? Mensch, Mensch, Mensch. Anders Johnson. Oh, die waren auf dem fünften Platz. Oh ja, stimmt. Es gab ja 3 fünfte Plätze. Er beginnt jetzt hier. Diese Fünferreihe anzuführen. Anders Johnson. Springt da zwar gut raus, macht da einen kleinen stilistischen Fehler. Das kostet ihm jetzt ein bisschen Weite und auch ein bisschen Haltung. Schade. Schade, schade. 14. Platz jetzt nur. Davide Bresadola. Was macht er jetzt hier? Davide Bresadola. Gewaltig. Platz 4 aber nur. Platz 4 aber nur. Und gleich kommt der nächste Italiener. Sebastian Coloredo. Jetzt ein Italiener vielleicht auf dem Podest. Der Aufsprung sah nicht gut aus, aber der war gut. Der war trotzdem gut, aber ein Podestplatz wird's nicht. Schade, schade. Matthias Pungata. Auch der war ziemlich weit vorne. Er kann jetzt auch Punkte auf Gregor Schlinzauer gut machen. Matthias Pungata. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Matthias Pungata. Ja, der Flug hat da noch 133 Meter, aber Andreas Wank. Gut, 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 gut. Das, Stefan Kraft. Na gut, der war nicht so weit jetzt vorne im Gesamtweltcup, aber trotzdem. Das würde man ihm hier gönnen. Der Flug war gewaltig von ihm. Ah, nie. Nee, nie. 14. Platz, da fällt er zurück. Robert Kranitz. Auch der war jetzt im Gesamtweltcup durch den Sieg in Lahti extrem weit vorne. Kann er jetzt hier. Wer kommt nach ihm? Oh, oh. Nein! Wieso stürzt er? Wieso stürzt er? Das wäre es wahrscheinlich gewesen. Das könnte Jan Matura wahrscheinlich nicht ausgleichen.
So, der letzte jetzt, Jan Matura. Sehen wir hier heute einen 300-Punkte-Sieger? Ja oder nein? Nein, sehen wir heute nicht. Aber er holte schon den Sieg, Jan Matura. Und jetzt sieht der Gesamtweltcup folgendermaßen aus: Andreas Wank auf Platz. Oh. Andreas Wank auf Platz 2. Nach Thomas Morgenstern. Dann kommt Jakub Janda. Was ist denn hier passiert, Herr? Ach du Scheiße, ich bin jetzt komplett. Also müssen wir mal kurz hier über eine Übersicht machen. Jakub Janda, 171 Punkte. Dann Italiener, stark. Stark, Italiener. Thomas Morgenstern kriegt keine Punkte, aber immer noch mehr als 100 Punkte. Aber wenn es ist, die nächste Chance wieder nicht weiterkommt und sagen wir mal, Andreas Wanko ist wieder zwischen dem ersten und dem fünften Platz, dann wird es langsam wieder eng. Und Jakob Janda kann auch noch ein bisschen was mitreden. Mit 100 Punkten ist er 50 Punkte dran. Na gut, der eigentlich nicht. Der auch nicht. Die machen hier alle nur bis hier noch. Eigentlich können hier alle noch um den dritten Platz kämpfen. Auch Richard Freitag eigentlich noch. Da ist noch alles drin. Hier Noriaki Kasai, Robert Krat jetzt, Lauri Asikainen, der hat jetzt ein bisschen Pech gehabt. Robert Krat ist durch seinen Sturz. Alexei Romaschow, Karel Nomsa-Luu. Jo. Jonas Johnson ist jetzt hier, Karl ist auch weiter hier unten. Severin Freund konnte sich, glaube ich, auch nicht für den zweiten Durchgang hier in Sapporo qualifizieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei der nächsten Schanze. Vorne die Lipski Jump für Sommer Grand Prix. Bis dahin. Tschüss.